Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Und ja, ich würde sagen, wir können hier heute in Folge 9 endlich mal mit den Missionen loslegen. Unsere Story beginnen. Und die Mission, Musik haben sie auch noch nicht geändert. Eroberte Systeme im Cluster, die bereits von den Reaper erobert wurden, können sie mithilfe des Tarnsystems in Normandy eindringen, um dort noch überlebenden Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Ja, wir sind derzeit im Serpent-Nebel. Die Reaper haben den Apian-Kranz, den Exodus-Cluster, Milan-Nest und den Hades Gamma sowie die Sirgus-Wiege entdeckt. Eingenommen. Und, ich muss nochmal raus. Denn, ich wollte nachgucken, was haben wir? N7, Servus Labor. Wir machen da natürlich immer gerne mal erst die Nebenmission, bevor wir die Hauptmission machen. Und fangen da natürlich mit dem letzten immer an. Wo ist das denn? Ein Volus-Diplomat benötigt einen proteanischen Obelisken. Ja. Ja, Sanktum würde ich finden, aber das mit dem Obelisken ist schwieriger. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, die Normandy ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte und Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impuls die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem Sie sich befinden, sollten Sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis Sie eine Mission abgeschlossen haben. Ja. Ah, so funktioniert das. Gut, ich wollte eigentlich nicht direkt in das System. Ich wollte überlegen, wo ich hin muss. Steht es da echt nicht? Wir geschlüttern wieder mal den Ort. Also ja. Ne? Da steht nur Turianischen Primarchen retten, ja. Gut, das war's. Cerberus Labor. Warte mal, Milan-Nest, Exodus-Cluster. Ja, mir wird hier sonst nichts angezeigt, ne? Dann fliege ich halt in die Sirgur-Wiege und mache das mit dem Servus davor. So. Dekores, Rotzen und so weiter und so fort. Ich denke, wir machen das so, dass wir wie gehabt agieren und in den System, Sonnensystem, wo wir die Mission haben, immer alles erkunden und dann erst gehen. Wie funktioniert das mit dem Scannen? Ich habe etwas gefunden. Aha. So. Also. Dann beginnt jetzt mal unsere Reise. Laina, verdeckt, ist ein Treibhausplanet mit Methanschleier. Sein Kern ist arm an Metallen und seine Magnetosphäre ist signifikant, was das Scannen erleichtert und verrät, dass sich an der Oberfläche ein Minengerät befindet, das innerhalb der letzten 5 Jahre dort installiert worden sein muss.
Wäre es länger her, hätten die extreme Hitze und die Staubstürme aus Eisenoxid die Maschinen längst restlos aufgelöst. Aha. Und das funktioniert immer noch wie in Teil 1. Teil 2. Außer dass wir die. Ja. Aha. Sonde starten, was ist da? Was? Bergen. So. Ich gucke sonst, ob sich noch irgendwo was befindet, aber ich denke mal nichts. Nichts, was irgendwie von Belang wäre. Nee, okay. Gut, dann gehen wir hier auf Sanctum Labor. Ja, auf den Sanctum Planeten. Sanctum bestätigt die alte Raumfahrer Weisheit. Nur weil es was Gartenwelt heißt, muss es noch lange kein Picknick sein. Eisstürme fegen über die Pole und in den gemäßigten Zonen hinweg. Nur am Äquator befindet sich ein schmaler, bewohnbarer Streifen. Dieses Gebiet ist trocken, aber windig und beherbergt das minimale terrestrische Pflanzenleben von Sanctum. Noch haben sich hier keine Landlebewesen entwickelt, aber die wirbellosen Tiere in den pelagianischen Meeren haben bereits eine beträchtliche Größe. Das Minengeschäft, außer am Äquator überall als Eisbrechen bezeichnet, ist auf Sanctum sehr verbreitet. Der Planet verfügt über reiche Platin- und Palladiumvorkommen sowie Bor, das vor Ort für das Imprägnieren von Halbleitern benutzt wird. Hinweise für Reisende. Die Kohlendioxid-Konzentration auf Sanctum kann während thermischer Inversionswetterlagen 5000 Teile pro Million erreichen. Reisende sollten stets eine Atemschutzmaske tragen und sich bei der Wetterkarte Sanctum nach Warnhinweisen erkundigen. Auch die Piraterie hat dieses Jahr auf Sanctum den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Besucher sollten entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das fängt ja super an. Ja, wir können oder müssen die zwei mitnehmen. Schön mit den Animationen. Was? Also, ist schon richtig. Ja, okay. Ich habe 2 Punkte, die kann ich aber nicht machen. Die hat auch 2 Punkte, die kann sie nicht machen. Der hat auch 2 Punkte, kann er auch nicht machen. Commander, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat, und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht, und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett Ende. Na, dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Commander, ich habe das erste Lager geortet und aktualisiere Ihren Navipunkt. Na, endlich keine endlosen Marco-Fahrten mehr. Okay. Wir haben sogar 2 Möglichkeiten, den Weg zu nehmen. Hey, hey, hey. Was haben wir hier? Credits, die wir aufheben können. Aber erstmal nehme ich gerne natürlich die Pistole. Auch weil ich davon ausgehe, dass hier Gegner sein werden. Wow! Alter, ich bin gerade erschrocken. Huch! Hilfe! Noch mehr! Der muss nachsitzen. Sorry, dass ich gegen die Schusswand gehe, aber das war wohl nicht weiter schlimm.
noch mehr Credits, die wir aufheben können. Haben wir ja genügend Credits bald für ihre Zahnbürste. Ein Eindepp. Andere Seite, okay. Na, ach, komm. Hä? Das sieht total seltsam aus. Ich nehme an, wir sind fündig geworden. Aha. Verstanden. Ist dann noch mehr Absetzposition? Ja, aber ich will noch nicht zurück. Ich will erstmal gucken, was sie noch so ist. Medizinische Station, ja. Präzisionsgewehren, verbessertes Zielfernrohr. Ich hoffe mal, also bisher sieht es natürlich noch atemberaubend aus, einfach solche Megastationen. Klar. Auch weil sie auf so viele Details und so achten. Aber natürlich weiß ich nicht, wie das ist, ob das auch auf lange Sicht ja, abwechslungsreich aussieht. Schade, ich dachte, das könnte ich auch bergen. Nee, 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 nee. Ah, okay, dann ist da tatsächlich sonst nichts mehr. Das ist noch Money. Achso, die ist voll. Hä? Hey. Gute Arbeit. Ach komm. Da wo wir schon waren? Hätte er sich mal einen besseren Rucksack. Oh mein Gott. Boah, ich liebe diesen Warp, ne? Und diese Pistole. Wow. Haben wir eigentlich schon was gegen Schilde? Aha. Oh, ein Geschütz. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kann es nicht treffen. Oh! Ein Kampftechniker. Dachchen. Schön. Diese Singularität sieht halt schon nice aus, ne? Was? Ein Tagebucheintrag. Endlich angekommen. Wow, die Truppen hier meint es wirklich ernst. Keiner lächelt. Nie. Und Selbstmord, wenn ein Suchbefehl für dich vorliegt? Im Ernst? Sie nennen das Training. Integration. Ich werde ab morgen integriert. Kann's kaum erwarten. Ja, Integration, natürlich. Wow. Munition. Na, wunderbar. Aber die Signaturen sind mir neu. Kortes, zweites Lager gesichert. Sind jetzt unterwegs, zurück zu Ihnen. Negativ, Commander. Landeplatz heiß, musste mich zurückziehen. Hab drei Vögel auf 6 Uhr, werde beschossen. Oh Gott. Oh nein! Nur durchhalten, bis Contess uns abholen kann. Ich stehe ja gern mit dem Rücken zur Wand. Ich habe nie behauptet, es würde leicht werden. Ja, das ist allerdings wahr. Wie lange müssen wir denn auf Contess warten? Nur so. Damit war eine grobe Einschätzung. Wow! Konzentration, es ist nicht vorbei. Ja, das ist der Kampf. Ich musste gerade überlegen, ob das ein Feind ist, aber das ist nur James. Ja. Sehr schön. Was? Hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Wow. Kein Ding. Lieutenant. Letzte Schlacht, Commander. Konzentration und dranbleiben. Also wenn sowas Billiges die letzte Schlacht ist, dann weiß ich auch nicht. Niedergeschlagenes Medigel-Experiment. Nehmen wir mit. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hanar. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Wow. Oh Gott.
Au. Ach Quatsch, wirklich? Hast du doch noch keine tot. Die Spaghettifizierung muss auch schön sein. Was haben wir hier? Tagebucheintrag. Also, da ist derselbe. Wo sind denn meine Leute? Leute? Leute, seid ihr... Ey. Oh Gott, Rauchgranaten, das ist nicht schön. Hoffentlich lebt er noch. Er schafft es. Wir müssen nur den Landeplatz freihalten. Oh Gott. Okay. Wir gehen jetzt zu Checkpoint Rendezvous und... müssen dort eigentlich nur die LZ sauber machen. Kein Ding. Noch mehr Credits zum Aufheben. Ich hoffe, das war's hier. Commander, ich muss auf die dunkle Seite, um sie abzuschütteln. Auf die dunkle Seite? Sind jetzt unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Nee, wir sind beim Exfiltrationspunkt. Oha. Ich glaube, den habe ich in Flammen gesetzt. Wow. Sorry. Wo kommen die denn alle her? Wir sind am Exfiltrationspunkt. Bereit zur Abholung. Na, wunderbar. Okay. Wo, da oben? Oh shit. Zu viele Gegner. Ich muss auf höhere Geschütze umsteigen. Leute. Ja, erstmal muss ich Muni mitnehmen. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Und ich würde sagen, damit können wir Cut machen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.